Zuallererst freue ich mich natürlich auch wieder hier sein zu dürfen. Das ist, wie der Olli das schon gesagt hat, in allererster Linie eine riesen Auszeichnung für mich und macht mich stolz, dass ich hier wieder dabei sein darf. Und ich habe so ein bisschen suffisant gesagt, im Zwei-Jahres-Zyklus, weil es wirklich fast auf den Tag genau 2 Jahre her war, in Schweden damals im November auch beim 0:0. Und es hat mich schon irgendwo auch überrascht, dass ich jetzt wieder dabei sein darf. Wenn ich mir manchmal noch vorstellen muss, wo ich vor einem halben Jahr war, dass es da wirklich fast so war, dass ich natürlich auch dem Karriereende relativ nah war und schon überlegt habe, ja, studierst du, was machst du jetzt? Und aber trotz alledem nicht aufgegeben habe, weil dieser Traum, zurückzukehren, wieder Bundesliga zu spielen, mich mit den Besten zu messen. Und da war der Traum natürlich Nationalmannschaften relativ weit weg. Aber nichtsdestotrotz natürlich wunderschön, wieder hier sein zu dürfen. Ich versuche natürlich, mich zu integrieren, auch wenn es 2 Jahre hier war. Ich kenne ja, nicht nur Mats, ich kenne viele Gesichter, haben sich nicht so viele Leute verändert. Und ich versuche das in allererster Linie natürlich zu genießen, aber natürlich auch mit guter Leistung dazu beizutragen, dass der Weg weiter positiv ist der Nationalmannschaft.